Deutschland verpasst den Anschluss. Investoren laufen weg und dem Land die Menschen. Dazu im Studio Sascha Zöller, Autor und Experte für Digitalisierung. Sascha, warum dauert es denn so lang bei uns? Ich glaube einfach, dass wir den falschen Fokus von der Regierung gesetzt haben. Also wir sind immer noch dran in der Lizenzvergabe. Wir kämpfen immer noch darum, dass wir die Lizenzen mit hohen Kosten und hohem Geld irgendwie verkaufen, währenddessen in England schon mehr oder weniger 6 Städte live gegangen sind. Und das ist natürlich dann schon, wo wir uns so ein bisschen ins Hintertreffen selbst buxieren und dann natürlich auf dem Weltmarkt und auch als Standort hier in Deutschland unattraktiv für Investoren machen. Was sind das für Folgen? Hast schon angedeutet, Unattraktivität natürlich für Investoren, was noch? Ja, ich denke mal, Arbeitsplätze ist ein ganz großes Thema, weil wenn wir den Ausbau der Netze eben auch vorbereiten und durchführen müssen, brauchen wir Arbeitsplätze dadurch. Die sind sicherlich heute in Teilen da, aber in Gänze eben halt noch nicht. Und auf der anderen Seite, wenn 5G mal in den Städten und Ballungszentren on air ist, ergibt sich weitere technologische Möglichkeiten, die das ganze Ding natürlich ausbauen lässt. Man denkt nur zum Beispiel an autonomes Fahren und weitere Themen, die wiederum Arbeitsplätze nach Deutschland ziehen. Aber auch da sind wir ja ziemlich hinten dran, ne? Ja, das ist so. Und vor allen Dingen, wenn man uns das anguckt, wird wahrscheinlich 5G nur wiederum in Ballungszentren, Autobahnen oder entlang von großen Autobahnen und Bahntrassen zum Einsatz kommen. Und eigentlich da, wo es eigentlich die Menschen richtig betrifft, in den ländlichen Regionen, sieht es eher schlecht aus. Was machen denn die anderen besser als wir, die anderen Länder? Ich glaube, die haben es verstanden, dass es heute nicht nur rein ums Geldverdienen geht, aus staatlicher Sicht, also Einnahmenquelle. Wir hatten 2000, ja, die UMTS-Vergabe hat der Staat 50 Milliarden Euro eingenommen. Ich glaube, das gleiche Konzept funktioniert heute nicht mehr. Heute ist eher der Zeitfaktor einer der entscheidenden Faktoren, um einen Weltmarkt mitspielen zu können. Aber da scheint die Regierung anderer Ansicht zu sein. Was muss sich denn was verändern? Was muss passieren, damit wir nicht am Ende abgehängt werden? Na, ich glaube einfach, das Verständnis zu dem Thema Digitalisierung muss ein anderes werden. Wir müssen merken, dass wir viele Dinge einfach mal machen und tun müssen und die Ergebnisse davon machen. Auf der einen Sache ist es sicherlich richtig, dass wir eine Datengrundschutzverordnung reinbekommen haben. Mhm. Auf der anderen Seite hemmt sie uns natürlich auch, ist auch klar. Aber auf der anderen Seite müssen wir weiterdenken, einfach mit der Welt gehen, was in Zukunft jetzt einfach auf uns zukommt. Und 5G ist ein großes Thema für die weitere Entwicklung von Deutschland und von Arbeitsplätzen. Aber glaubst du, dass sich tatsächlich in absehbarer Zukunft was verändern wird? Hast du Vertrauen in die Politik? Naja, wenn ich mir die Wahlen angucke, der Europäischen Gemeinschaft, die wir letztens hatten, und die Ergebnisse mir angucken, sind wir eher auf der Ökologieschiene, Sparen von Ressourcen. Das ist nicht ein Thema der Digitalisierung im Kern, sicherlich auch ein Randthema, aber nicht im Kern. Wenn ich nach Deutschland gucke, das Thema Rezo, YouTube-Video, was jetzt auch rundgeistert seit 2 Wochen, zeigt mir auch, dass die Regierung an dieser Stelle mit solchen Themen Schwierigkeiten hat, wirklich gut damit umzugehen. Und um deine Frage konkret zu beantworten, aus diesem Blickwinkel heraus sehe ich da eher düster als die Teelicht am Ende des Tunnels. Also Obacht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden, genau, sagt Sascha Zöller, Autor und Experte für Digitalisierung. Vielen Dank. Vielen Dank.